zurück. 30 Jahre nach dem deutschen Herbst. Gibt es noch weitere neue, bisher unbekannte Fakten, die heute Abend im zweiten Teil der ARD-Doku die RAF erstmals gezeigt wurden? In jahrelangen Recherchen finden der Spiegelchef Stefan Aust und der Autor Helmer Büchel Hinweise darauf, dass die in Stammheim inhaftierten Terroristen Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe und Irmgard Möller in ihren Zellen möglicherweise abgehört wurden. Durch die neuen Indizien drängen sich auch neue Fragen auf. Was erfuhren die Sicherheitsbehörden auf diese Weise? Hatten sie eventuell Kenntnisse über die geplanten Selbstmorde? Lief in der Todesnacht von Stammheim gar ein Tonband mit? Und wäre diese Art der Informationsbeschaffung überhaupt legal gewesen? Ich freue mich sehr, herzlich willkommen, Stefan Aust, der Chefredakteur des Spiegel. Schönen guten Abend. August Hanning ist zu Gast, Staatssekretär im Innenministerium und natürlich Fachmann für Geheimdienstfragen aller Art. Und ich freue mich sehr, dass Günter Beckstein, der bayerische Innenminister, zu uns gekommen ist, gerade aus München noch kurz vor der Sendung hier eingetroffen. Herzlich willkommen. Also die Vermutung, die Sicherheitskräfte Stefan Aust hätten mehr gewusst, als wir bisher ahnten. Sind die RAF-Gefängnisse, sind sie abgehört worden? Was ist dann Stammheim wirklich passiert? Welche Indizien liegen da vor? Es gibt eine ganze Reihe von Indizien, es gibt eine Menge Akten. Erst einmal gab es schon mal eine Abhöraffäre in den Jahren 75 und 77. Es sind damals insgesamt 7 Zellen verwanzt worden. Das weiß man alles aus dem Untersuchungsausschuss, aus Akten, aus Unterlagen. Und da gibt es eine Menge Unterlagen, die darauf hindeuten, dass das nicht aufgehört hat, sondern dass das während der Schleierentführung auch stattgefunden hat. Ich kann das nicht hundertprozentig beweisen, aber ich glaube, die Indizienkette ist ziemlich lückenlos. Und ich will Ihnen auch mal sagen, ich hätte es auch getan. Also wenn ich bei den Sicherheitsbehörden gewesen wäre, ich glaube, es wäre legitim gewesen, ein sozusagen heimliches Kommunikationssystem, das die Gefangenen sich unzweifelhaft, da gibt es gar kein Vertun, das war so aufgebaut hatten, das müssen wir mal eben erklären. Also sie hatten sozusagen auf der Niederstromanlage, also für die, ne, für die Rasierapparate. Es gab zwei Drahtsysteme, einmal den Anstaltsrundfunk, der ging da über den Trakt drüber. Und es gab eine Schwachstromanlage für Trockenrasierer, die nur zu bestimmten Zeiten Schwachstrom führten. Und dann gab es zwei Zellen, in denen diese beiden Systeme zusammengeschaltet werden können. Und dann haben die ihre Lautsprecher und Verstärker und Plattenspieler und so weiter genommen und haben daraus eine wirklich hervorragend funktionierende Kommunikationsanlage gebaut. Und da ihnen diese Geräte mehrmals abgenommen worden sind und durchsucht worden sind von Fachleuten, Ingenieure waren das, konnte man eigentlich nicht übersehen, dass die Dinger manipuliert sind. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Also können wir davon ausgehen, dass die Gefangenen auch in der Todesnacht abgehört wurden? Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Mhm. Ich weiß nur, dass diese Kommunikationsanlage bis zum Ende funktioniert hat, dass man eigentlich dieses nicht hätte übersehen können. Ich weiß auch, und das kann man beweisen, dass auch in Wohnzellen Wanzen eingebaut worden sind. Und so gibt es eine Menge Unterlagen, aus denen man das mit einigermaßen Wahrscheinlichkeit rekonstruieren kann. Meine Frage ist ja eine ganz andere. Meine Frage ist ja, ob die Behörden nicht nach 30 Jahren mal langsam die Akten auf den Tisch legen sollten, die es gibt. Und da geht es im Wesentlichen um das Landeskriminalamt und das Innenministerium in Baden-Württemberg, denn dort hat es stattgefunden. Und dass man dann Aussagegenehmigungen für diejenigen erteilt, die nach aller Wahrscheinlichkeit damit zu tun hatten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, nach 30 Jahren wirklich alles auf den Tisch zu legen und alles aufzudecken und sich dann darüber zu unterhalten, wie es gewesen ist. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht bekommen. Sie haben das sicherlich angefragt. Oh ja, ich habe schon seit langer Zeit angefragt. Ich habe schon vor vielen Jahren mal die Frage gestellt, was eigentlich unter dem Begriff Sondermaßnahmen Stammheim zu verstehen ist, den wir in einem Einsatzkalender gefunden hatten, schon vor Jahren. Gut, dann müssen wir die Frage mal weitergeben an Herrn Hanning. Der hat schon gesucht. Hat sie schon mitgebracht. Die haben einen dicken Ordner eben gesehen, als er bei uns ankam. Also, wenn das so ist, Sie waren später Chef des Bundesnachrichtendienstes, heute Staatssekretär im Innenministerium. Was wissen Sie über die möglichen Abhörmaßnahmen, die ja jetzt in dem Film noch mal thematisiert wurden? Sicher hat es damals Abhörmaßnahmen gegeben, das ist ja auch von Herrn Aust dargelegt worden. Ja. Die Frage ist natürlich, auch in der entscheidenden Nacht, das ist ja das Thema, über das wir heute sprechen, wir haben gesucht, suchen lassen, wir haben keine Erkenntnisse in den Akten der Bundesregierung, die uns zu Gebote stehen. Wir haben auch ein Übriges getan. Ich habe selbst mit dem früheren Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, dem Herrn Böden, gesprochen. Ja. Er hat mir versichert, er habe davon keine Kenntnis. Also wir haben auch Zeitzeugen befragt.
Wir sind im Übrigen sehr offen. Wir sind bereit, hier Aussagegenehmigung zu erteilen. Wir sind bereit, die Akteneinsicht zu gewähren. Nur wir haben bisher, ich kann es nur wiederholen, keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Bundesbehörden daran beteiligt waren. Darum kann es ja nur gehen, aus unserer Sicht im Bundesinnenministerium. Ja. Gut, aber jetzt in Baden-Württemberg selber. Aber gehen wir mal davon aus, dass abgehört wurde. Heißt das in der Schlussfolgerung, die Selbstmorde, Stefan Aus, hätten verhindert werden können? Ich will da nicht spekulieren. Ich kann nur eines sagen, wir haben eine Menge Indizien gefunden. Wir haben eine Menge Akten gefunden aus frei zugänglichen Archiven. Es gibt ja viele Akten, die inzwischen nach 30 Jahren einsehbar sind. Und wenn man das alles nebeneinander legt und einigermaßen zwei und zwei zusammenzählen kann, kann es eigentlich nicht anders gewesen sein. So, und jetzt wird die Frage ja richtig interessant. Die Frage ist ja so, wenn dort abgehört worden ist, während der Zeit der Entführung ihres Vaters, und wie gesagt, da man der Auffassung war, dass die Gefangenen im siebten Stock von Stammheim die Drahtzieher sind, im Endeffekt gab es gute Gründe, deren Gespräche untereinander abzuhören. So. Aber die Frage ist ja, wenn das so gemacht worden ist, dann muss es ja ein Tonband von der Todesnacht geben. Dann hätte man jede Spekulation darüber, dass da jemand anders seine Hände im Spiel gehabt hat, die es ja 77 und in den Jahren gegeben hat, hätte man sehr leicht widerlegen können, indem man einfach das Tonband der Todesnacht auf den Tisch legt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch lange gezweifelt, ob man sozusagen im Denken so weit geht und sagt, das könnte sein. Nach all den Unterlagen, die wir inzwischen haben und auch nach den Gesprächen, die wir geführt haben, mit Leuten, die am Rande, also gerade mit dem LKA, Landeskriminalamt in Baden-Württemberg, zu tun hatten, drängt sich der Verdacht auf, dass das so gewesen ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn nach 30 Jahren auch die Landesbehörden, Bundesbehörden sind ja soweit, wir haben ja auch lange darüber vorher geredet, wirklich die Archive aufmachen und die Sachen auf den Tisch legen. Es gibt keinen ernsthaften Grund, das heute noch auf irgendeine Weise unter dem Deckel zu halten.